Hallo zusammen und willkommen zurück beim FM20, die Beta-Version. So, am Samstag gilt's. Dritter gegen Zweiter. Da müssen wir gleich nur noch mal gucken, gegen wen der Tabellenführer spielt. Schießen bei freier Bahn ist absolut lächerlich. Weiß nicht. Das kann man mal machen, wenn man vielleicht doch ein Tor braucht oder so. Unbedingt, aber selbst dann. So, Heidenheim vor schwieriger Aufgabe. Wir sind Favorit. 5 Spieler für ihr Land abgerufen. 14. und 18. November, also ist gleich Länderspielpause. Und Edgar Pripp verletzt. Schön. Den spritzen wir aber nicht fit. 3 bis 4 Wochen. Nee. Gut. Damit ist Pripp schon mal im nächsten Spiel nicht dabei. Dann wird's interessant. Emil Hansson trainiert wieder mit und ist gleich wieder gut dabei. Da loben wir ihn mal für. So, Akkerlords macht seinen nationalen C-Trainerschein. Okay. Albonots wird wieder einberufen von Chile. Also kann er mal nicht so schlecht spielen. So, heute 13 Uhr. Ich wollte aber nur noch mal gucken. Wir spielen gegen Heidenheim und der HSV ist. Oh, wir sind abgerutscht. Ah ne, HSV hat schon gespielt. Wir sind bei 27. Wir könnten auf 28 Punkte kommen. Jan Regensburg. Wie spielt Jan Regensburg? Terminplan. Das ist nur unser. Ergebnisse gegen Darmstadt. Darmstadt ist 14. Okay. Ja. Na gut. So, Haraguchi ist fit und spielbereit. Er kommt dann dort rein. Duxch und Weidand haben wir gesetzt. Jeweils mit 5 und 4 Toren dabei. Mainer, Hauptmann, Bakalorz. Da Pripja fehlt. Geben wir Bakalorz den Vorzug. Mikko Albonorz kommt für Horn rein. Horn war ein guter Vertreter. Hansson ist wieder dabei. Gut, dann machen wir es anders. Hauptmann Ball erobernd, sondern doch Box to Box, ne? Oder hatten wir Hansson als Box to Box? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Vorgeschobener Spielmacher unterstützen. Und Hauptmann hatten wir schon mal als Box to Box, wo er die Werte auch, also die Fähigkeiten mitbringt, außer jetzt Balance. Der Abschluss ist jetzt auch nicht so prickelnd, aber er ist ja auch unterstützend. So, die Bank müssen wir noch umbesetzen. Ich würde sagen, Bakalorz kommt rein. Ripp. George. Also Schulz können wir auch rausschmeißen jetzt wieder und bringen dafür Jung auf die Bank. Thorn für Esser. Anton kann natürlich auch wieder reinspringen für Hübers. Genau. Haben wir doch ein bisschen mehr rotiert, als ich dachte. So, Schulz draußen, Esser draußen. Die anderen sind verletzt. Alles klar. Abfahrt. Abfahrt. Oh. Sehr offensiv.
Kevin Müller hat eine ganze Weile nicht mehr hinter sich greifen müssen. Kann Ihre Mannschaft das heute ändern? Darüber machen wir keine Gedanken. Wir werden es rausfinden. Edgar Pripp fehlt. Wir haben in der Breite einen gut aufgestellten Kader. Ole Werner von Holstein Kiel wurde gefeuert. Nicht hier, um darüber zu sprechen, was andere Vereine zu tun und zu lassen haben. Nein. Von außen ist immer leicht reden, aber letztendlich muss nur die Verantwortlichen im Verein die exakten Gründe wissen. Gut. Auswärts gegen Heidenheim. Und wieder mit unseren ekligen grünen Trikots. Überhaupt die Trikots von 96 in den letzten Jahren. Hat mir noch nie eins gefallen. Aber das gleiche gilt für mich für die deutsche Nationalmannschaft. Da hatten wir das letzte vernünftige Trikot 1990. So. Ist ja eine spannende Partie. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Halbo Nord schlägt den Ball nach vorne. Hansson mit einem langen Pass auf Weidand, das mir schon mal fast nach Abseits aussah. Und Ecke. Halbo Nord. Schade. Müller mit einem Abschlag. Und Albo Nords gleich wieder nach vorne geleitet. Weidand. Und Müller wieder. Jetzt wissen wir auch, warum Müller schon länger nicht mehr hinter sich gegriffen hat. Müller anscheinend eine Bank. Albo Nords. Schlechte Ecke. Ragucci zurück auf Albo Nords. Duxch mit einem Kopfball. Und Müller wieder. Parat. Duxch wieder direkt auf Müller. Okay, Leute, da müsst ihr ein bisschen kreativer werden, um den zu überlisten. Oder vielleicht hilft nur die rohe Gewalt. Hansson, was? Auf Weidand ist da wieder los. Und wieder Müller. Schon eine Note 7,4. So, kreativer werden, Jungs. Haraguchi. Albo Nords. Wieder ein langer Ball. Weiß nicht, ob das ein Bug ist. Dass die so schnell ausspielen können. Ich denke mal, da werden sie bestimmt noch mal dran arbeiten. Weil diese langen Bälle außer Abwehr, die sind echt Bombe. Selbst wenn du da defensiv stehst, die Abwehrspieler. Jetzt Duxch, aber Duxch ist zu langsam. Albo Nords. X. Einwurf für 96. So, Zieler. Mach was Intelligentes. Hinten Mähner. Haben wir noch nicht viel gesehen heute von. Anson. Schöner Pass. Warp setzt sich da durch. Hinten Mähner. Anson auf Duxch. Ah, schön gedacht, aber Duxch hat wohl damit nicht gerechnet. Den Konter gut in den Griff gekriegt. Kommt. Mehr fordern. Das kann es doch nicht sein, Leute. Müssen oben dran bleiben. Albo Nords. Hauptmann. Haraguchi. Lindmähner kriegt ihn tatsächlich. Mit einem Pass auf Weidand. Oh, ganz schlechter Abschluss. Müller. Albo Nords holt sich da den Ball. Haraguchi verliert ihn. Duxch.
Los, komm. Jawohl, Hansson holt sich den Ball. Bob spielt zurück. Ziemlich gefährlich, was ihr da macht. Da kann man ihn nur unkontrolliert nach vorne schlagen. Aber Hauptmann hat ihn sich geholt jetzt. Weidand. Lindmähner. Zur Stelle. Muss es alleine machen. Oh! Foulspiel. Das gibt wohl einen Elfmeter. Mal schnell Schulz einwechseln. Das wär's doch, oder? Jawohl, Elfmeter. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wer tritt denn jetzt? Wer waren die Nummer 2? Hinter Schulz. Josep Elis. Okay, unser Abwehrspieler. Komm, mach es. Empfiehl dich für die Nationalmannschaft. Unüberwindbar. Unüberwindbar. Das kann's nicht sein. Albonorz mit der Ecke. Und Weidand kriegt da den Kopf nicht dran. Ja, 8,5. Das kann's nicht sein. So. Das lief bislang ziemlich Unglück vor uns. Kopf hoch. So, hat euch nicht interessiert. Jetzt kriegt der Sturm seinen Lack. Ich bin enttäuscht von eurer Effizienz vor dem Kasten. 5,9, Hendrik Weidand. Warum? Er hat doch den Elfmeter gar nicht geschossen. So, Elis. Ja, das finde ich auch kacke. Der bringt die ganze Zeit Leistung wahrscheinlich. Und nur weil er den Elfmeter verschossen hat. So, was haben wir denn noch? Niklas Hauptmann. Diesmal sind wir unzufrieden. So. Habe ich aber gar nicht mitgekriegt, das war dann so schlecht. Das hat er so viele Fehler gemacht. Auf jeden Fall mit einer 5,9 bleibt er nicht auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob es so ideal ist, kompletten Stürmer und einen Stoßstürmer einzusetzen. Ansonsten könnten wir ihn noch auf Unterstützen schicken, aber dann würde ich die Positionen tauschen, weil Teuchert ist auch, oh, links Fuß ist er auch gut. Das ist bei Duxch das gleiche. Also es ist quasi fast egal, wer links, wer rechts spielt. Ich lasse den jetzt dort. So. Haraguchi und Mena weiter vorne hin. Ist jetzt aber auf Unterstützen. Brauchen Futter. So. Jetzt bin ich nur gespannt. Hauptmann ist ja nicht so toll. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich einen Kampfschwein da, ne? Wir brauchen einen Kampfschwein. Mit Kampfschwein meinte ich eigentlich Bakalorz, Entschuldigung. Der hinten die Bälle notfalls erobert. Falls wer durchbricht. Und Albonorz geht auch auf Attack. Haraguchi ist ja auch unterstützend. Dann dürfte sich das ausgehen hier. Abfahrt. So, Haraguchi, Seitenwechsel, Mena, Hansson, oh, Chance schon vorbei. So, schön zurückerobert, Hansson, Mena, Haraguchi, Teuchert, das darf nicht wahr sein. Junge! Also das war ja... ...8,7 jetzt. Ich sehe es, wir fressen gleich noch ein Gegentor, ey. Der Müller, ey. Voll das Monster.
Die Mauer. So, Hanson. Eles. Busch. Borsch. Reich. Kleindienst. Ecke. Leute, Leute, jetzt bringt ihr euch ernsthaft da noch in Schwierigkeiten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Räuchert. Ja, da hinten läufst du rum. Ich brauch da hinten keiner. Soll's vorne die Buden machen. Werdet kreativer, Jungs. Das kann's nicht sein hier. Elis sitzt auch mit einer 6,0. Ach ja. Wahrscheinlich hat ihn das so runtergerissen. Sein verschossener Elfmeter. So. Franke kommt. Müssen wir Hübers Spielpraxis verpassen. Wir hatten besser gespielt. Hier Spiele 7,38 der Franke. Und Hübers noch gar nicht, ne? Ja. Dann steht die Entscheidung fest. Franke für Elis. So. So, ein Wurfkorb. Duxch. Wen auch immer er da gesehen hat. Anton. Haraguchi. Was war das denn? Korb. Teuchert und wieder vorbei. Aber Kopfball ist immer schwer zu platzieren. Aber die Chance vorhin, ey. Nein, nein, nein. Lindmähner. Haraguchi wieder. Baccalords. Ja, der muss auf den Kasten gehen, nicht drüber. Aber so habe ich mir das vorgestellt, dass der jetzt den Dampfer mal auspackt. Mit jedem Schuss, den der Torwart abwehrt, wird er sicherer. Und Schnatterer jetzt am Kontern. Zieler. Gute Aktion. Mehr fordern. Ja, jetzt Teuchert. Alter Lachs. Müssen uns da was einfallen lassen. Es geht so nicht. Ja, mehr als aufs Tor schießen können wir nicht, ne? Geduldig spielen. Andere Möglichkeit sehe ich da nicht. So. Einer. Bob verliert den Ball. Was hält er denn auch so lange? Schnatterer. Immer noch im Ballbesitz. Baccalords. Abseits. Die im Abseits. Hansson. Baccalords. Franke auf Nummer sicher. Zieler. So, Albonorz geht da schön vorbei. Haraguchi. Und Duxch, das darf nicht wahr sein. Mann, 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 ey. Ihr guckt euch das an. Klare Torschancen. Fünf. Fünf. So viel hatte ich, glaube ich, noch nie und dafür kein Tor. Wow. Wechselt haben wir schon ohne Ende. Ungern jetzt auf Offensiv, ey, ganz ungern.
Busch mit einem Einwurf. Akalotz holt sich den Ball. Alvonorz. Seitenwechsel. So, Lindmähner. Rechts läuft Korb. Franke wieder auf den Flügel zu Mähner. Es ist scheinbar ideenlos. Wieder zurück zu Alvonorz. Haraguchi. Oh. Der hatte schon gelb. Jetzt vielleicht die Chance gegen 10 Mann. Jawohl. So, wie ich das sehe, hat er hier den runtergenommen. Das heißt, auf unserer linken Seite ist jetzt Platz. Das passt mir ganz gut. Versuchen wir es, bevor er da das Loch schließt. Wird er wahrscheinlich eh gleich machen. Bike. Die. Bakalorz holt sich den Ball. Haraguchi. Bakalorz. Geht trotzdem über rechts jetzt Lindmähner. Alvonorz, Hansson, komm nicht hin. Oh, Teuchert, aber es war abseits, ne? Alvonorz, Teuchert. Wenn du es schon nicht selbst machst, dann. Oh. Jetzt vielleicht die Chance auf einen Elfmeter. Aber bevor das einen Elfmeter gibt, gucke ich jetzt bei den Elfmeterschützen. Das geht so gar nicht. Elis hatte ja verschossen gehabt. Da wechseln wir mal eben den Elfmeterschützen aus. Da ist Elfmeter. Elis. Jetzt Duck schießen. Ach, der würde sowieso schießen. Elis ist ja draußen. Ne, dann ist alles gut. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Elis ist doch draußen, ne? Ja. Ach, Leute, Leute. Elfmeter, bitte. Das wäre der zweite. Und wenn der den dann auch hält, ne? Dann musste man den echt kaufen. Kein Elfmeter. War so voller Hoffnung. Ecke. Ah, nix. Albernorz. Teuchert. Anson mit einem Hackentrick auf Albernorz. Bakalorz. Willst wissen? Anson. Er hat hier aber immer noch offen. Das kann nicht, echt nicht wahr sein, ey. 9,3 mittlerweile. Ah, Gucci, gelb ist mir jetzt egal. Gas. Bakalorz, gelb. Das gibt's nicht. 0, 0. Wir haben nicht gegen Heidenheim gespielt, wir haben gegen Müller gespielt. Wenn er jetzt noch Kevin heißt, ich weiß echt nicht, wie der heißt. Ich habe nur gesehen, K. Müller. Kevin. Unglaublich. Unglaublich. Rostock. Stuttgart 2. Cottbus, Einheim. Okay, hier die 10 Gegentore. Das mit den Gegentoren, das ist, der fängt jetzt bei den Gegentoren erst diese Saison an. Weil das ist wahrscheinlich zu viel Statistik, wenn man sieht, es ist ja eh schon alles bekannt. Müssen sie noch die Gegentore auch machen. Okay, bei dem Tor sieht man es jetzt nicht. Aber nehmen wir hier Ullhaupt. Ist ja schon. Okay, der ist noch nicht so alt. Da noch nicht so viel drin stehen, aber. Na, hier in der Regionalliga Bayern, 5 Einsätze, 2 Tore, das steht dann da drin. Aber die Gegentore, naja. Ja, Leute.
Ich bin echt schockiert. Echt schockiert. Wir bleiben Vierter. Sind aber dicht bei 24 Punkte. Regensburg scheint auch nur unentschieden gespielt zu haben. HSV noch ungeschlagen. Tabellenführer. Ja. Mehr bleibt nicht zu sagen. War auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Leute, euch noch ein schöner Tag. Schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.